Hallo und willkommen zu einer neuen Manga-Review. Heute geht es um den Manga Elfenlied. Ich habe alle 6 Bänder. Es gibt nur 6 Bänder. Die Bücher sind sehr groß. Ich habe mir die als Box geholt. Ich weiß nicht, wie das auf Ding heißt. Ich werde es auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung unten verlinken. Da könnt ihr das nochmal gerne nachschauen. Ich würde euch empfehlen, das auf jeden Fall auch als Box zu holen, dann spart ihr euch wie viel war das? Knapp 6 Euro ungefähr, als wenn ihr die einzeln holt, und auch dann habt ihr quasi noch etwas Geld für anderen Manga übrig. So, eine Sache, auch den werden wahrscheinlich schon viele kennen, und zwar einmal aus der Anime-Serie. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, dass sie beim der Anime-Serie aber so richtig verkackt haben. Und zwar geht es dort in der Geschichte ungefähr bis zum zweiten oder Hälfte des dritten Bandes. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, weil es ist schon etwas her, dass ich den Manga gelesen habe. Und da war ich echt erstaunt, dass sie doch die Hälfte von der Geschichte einfach im Anime weggelassen haben. Das hat mich richtig überrascht. Das war richtig bitter. Bitter einfach nur. Ja, worum geht's da? Für die, die es hoffentlich wissen. Nehmen wir das auf. Ah ja, hier ist der Preis, 14 Euro. Das ist normal bei diesen dicken Büchern, die eben passen ungefähr 2 oder 3 Mangas rein, also ja, so normale Mangas halt eben. Ganz wichtig, der ist ab. Nee, steht gar nicht drauf. Ja, doch, da. Ja. Mystery und ist ab 18 Jahren. Das ist, wenn man ihn durchliest, selbstverständlich. Sowas würde ich auf keinen Fall einem Kind geben, das wäre ein traumatisches Erlebnis. Naja, okay. Worum geht's da? Das lese ich wieder hier vor. Das schöne Gesicht des Todes. Lucy, eine die Clonius, eine Mutantin mit einem scheinbar unstillbaren Hunger zu töten. Trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen gelingt es ihr eines Tages die Flucht aus dem Forschungslabor, in dem sie untersucht wurde. Wenige Tage später finden der Student Kota und seine Cousine Yuka am Strand ein nacktes Mädchen, das scheinbar sein Gedächtnis verloren hat. Sie nehmen sie mit zu sich nach Hause und ahnen nicht, wen sie da bei sich aufgenommen haben. Ja, das ist die Lucy. Hier noch ganz harmlos und unscheinbar, aber sie ist halt eben ein Klonikus. Die typischen Merkmale dafür sind große Haare und diese komischen Hörner. Gab es Menschen, die Klonikus waren? Nee. Ich glaube, hier sind alle weiblich, oder? Zumindest im Manga werden die alle weiblich sein. Naja, ich weiß halt nicht, ob das auch noch ein Merkmal ist, aber ja, die kommen da zu Kota und den und der, wie heißt die nochmal, Yuka, das ist das ist nur ein armes Mädchen, was da irgendwie mit reingerissen wird. Die Leute aus dem Forschungslabor sind immer noch hinterher, und da schicken sie eben so einen Typen hin, der als Auftragskiller arbeitet, aber der wird erstmal total zusammengefaltet. Ich werde jetzt mal kurz reinblättern. Wie gesagt, ab 18, deswegen für alle Minderjährigen, die so tun, als wären sie 18 oder älter, bitte abschalten. Und wenn da was gibt, was ich so verdecken hätte, werde ich das dann auch entsprechend tun. Moment, ich guck erstmal außerhalb der Kamera, ob da eine Stelle, wo
Okay, das ist doch schon nicht mal so schön. Ich kann das nicht ja so untergeben. So, wieder ein ungefähr dann aus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr brutal. Da fliegen die Körperteile rum, die Blätter vom Baum oder so. Und ja, oh scheiße. Ich werde es wahrscheinlich im Video noch bearbeiten müssen. Und also es ist auf jeden Fall kein Happy End. Es ist schon eine sehr traurige, dramatische Story, also sehr bitter für die Protagonisten. Vor allem für den Typen, der um sich, um den Kota, der sich um sie sorgt. Letzten Endes geht es in der Geschichte halt darum, dass sie, die Lucy, eben verfolgt wird, gejagt wird und man versucht sie umzubringen. Aber es ist nicht wirklich immer so einfach ist und dann alles Tod und Verderben und Blut und alles und. Lest euch die Geschichte am besten selbst durch. Auf jeden Fall sehr bekannt und von sehr vielen sehr geschätzt. Das war es auch schon. Ah, hier sieht man nochmal den Kota. Das war es auch schon zu dieser Manga-Review. Wie gesagt, ich fand es etwas schade wegen Anime, dass er so kurz ist und wie zum Manga. Kann man nicht machen. Aber okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.